Vorne da. Vorne da. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog, meine Freunde. Ihr wollt mehr Vlogs, ihr bekommt mehr Vlogs. Und zwar gibt es heute einen Vlog, wie ich nach Hause fahren werde, nach Berlin. Fahrt beträgt 8 Stunden. Man sieht mein Bizeps, warte, ich mache an den rechten. Das sieht gerade lässig aus so. Fahrt beträgt 8 Stunden. Ich muss jetzt noch meine Sachen packen, die Sachen runterbringen. Ich habe Hunger ohne Ende. Es ist gerade 14.15 Uhr, glaube ich ungefähr. Das heißt, 8 Stunden, ich wäre um 10 Uhr da. Mit Pausen bin ich um 9 Uhr da. Ihr wisst genau, warum. Ich werde heute nach Berlin fahren, wegen meinem Knie. Ich lasse es untersuchen, ich gehe zum Spezialisten. Mir wurde hier nicht so Gutes gesagt über mein Knie, weil ich immer noch Schmerzen hatte. Und das werde ich jetzt nochmal absiegeln lassen von einem Arzt in Berlin. Also wenn ich genaueres weiß, lasse ich euch wissen. Es ist einfach nur ein Vlog, wie ich nach Berlin fahre, wie ich ankomme bei meiner Mama zu Hause, wie Sunny mich vermisst. Ich freue mich auf Sunny und meine Mutter natürlich auch. Lasst auf jeden Fall ein Like da. Wenn ich mehr Vlogs machen soll, lasst ein Abo da. Schreibt in die Kommentare, was ihr jetzt nicht sehen wollt vielleicht. Ich bin gerade am Sachen packen. Ihr seht, mein Setup, was hier noch stand, ist im 0,0. In meiner Tasche verschwunden. Da drin. Der Kleiderschrank ist noch lange nicht leer, aber meine Taschen sind voll. Guckt euch mal den Koffer an. Die sind alle rappelvoll. Ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Ne? Ich habe so ein Problem. Wie soll ich das alles irgendwo reinbekommen? Ich glaube, ich habe hier noch. Perfekt. Ich kann noch nicht da meine Sachen reinmachen. Sieht aus wie einer mit einer Altitüte. So. Einfach mit Kaufland, oh Gott. Ich gebe mal mein Bestes, hier alles einzupacken. Vielleicht helfen mir Brian, Willi und Joan beim Runtertragen. Meine Freros. Leute, ich weiß nicht, ob das jemand anderes hat. Bitte hat das noch jemand. Ich habe eine Sucht. Diese scheiß Schilder. Ich habe die überall. Hier zum Beispiel diese Schilder. Oder bei euren T-Shirts ist immer linke Seite so, hier so ein Shirt. Probiert das bitte und streichelt dieses Schild. Es ist so weich. Es ist so schlimm. Ich habe die Jacke so hingehangen. Die ist eigentlich so. Ich habe die umgedreht und so kann ich einfach, wenn ich hier langlaufe und ins Zimmer will, kann ich hier kurz stehen bleiben und ein bisschen streicheln. Weiter zum Vlog. Es sind noch 27 Handys, die ich mitnehmen muss, weil ich alle kaputt gemacht habe. Brian meinte, er wird Nachmieter von diesem Zimmer. Das heißt, er vererbt auch gleichzeitig das Fensterbrett. Und ihr seht, die Rolle ist leer. Ich muss meine Achselhaare schneiden. Nie. Achselhaare schneiden, das hört sich so falsch an. Mein Outfit wird mit den Dunks sein. Hey, kommt her. Kommt her. Yeah. So, dazu das weißes Skelett-Shirt von Elevate. Einfach mit langen Nike-Socken zum Kombinieren. Kurze Hose und ihr seid am Stissel, Jungs. Ihr seid am Stissel. Yay. No, I'm saying how I actually slay, slay. Ja, nice Sneak auf jeden Fall. Also, Dunks kann ich empfehlen, Leute. Da ist mein ganzes PC-Zeug drin. Da ist mein PC. Mein Gaming-Stuhl bleibt hier. Der Sitzsack bleibt auch hier. Da habe ich noch meinen Fernseher, der hat mich kaputt gemacht. Den brauche ich nicht. Ich kann nicht nur mit Fußball. Ja. Ich mach das kurz einmal kurz, dann schneidest du es rein, okay? Mann, mein Kopf! Wieder. Ist unmöglich. So. Meine Sachen stehen bereit. Leute, wenn ihr in Slowakei seid, trinkt alle Mleko Chai. Vanillekoffee. Ist very nice, very nice. Von Kokonia. Abdurrahman ist angekommen. Abdurrahman, das wird dein Zimmer, oder? Das Fensterbrett. Fensterbrett. Ja. Benutzt es. Ja. Ja. Die Tradition muss erhalten. Ja. Der nächste, der mein Zimmer bekommt, dem sage ich das auch. My friend, you're a special guy. You use Olivenöl. See, Muchacho, eins muss ich dir mitnehmen. Obwohl. Er stellt es, wenn ich gehe, stellt es die Fans, aber guck mal, die Klopapierrolle ist jetzt leer. Junge, ich glaube, das sind da Flecken. Junge, nerv nicht. Da ist nichts. Selbst wenn es mir kackegal ist, sind meine kleinen Babys. Bobby, ich komm später, ich höre später ab, Mann. Charles, Bobby, Jordan, was ist? Quentin. Oh, lol. Abdurrahman, möchtest du deinen Nacken küssen? Zeig mal. Jetzt sehe ich einfach aus wie ich. Wer ist Schröder? Komm, fake. Aua. Junge,
nur, schaut ihr mal auf euer Handy, ihr Dummköpfe. Ich hab mein Handy in der Hand. Ja, dann musst du doch sehen, dass ich da eine Nachricht... Da kommt keine Nachricht. Prero! Ich hasse dein WhatsApp. Mein WhatsApp ist wirklich verflucht, ne? Ja, ist ganz großer Quatsch, sag ich dir ehrlich. I want to say goodbye to Sunny for the video. I have to go there. I have to go there. Die schwerste Tasche der Welt. Ich mach sie für auf clever jetzt einfach nur zwei Typen. Und breite dich mal hin, du Skorp. Mach mal so. Hey! Everyone! Hey! Rejection! Nein, Ruhe! Everyone! Oh! Nein! Ja, wir gehen schon. Den Ball schenke ich euch mit. Danke, Sidney. Kühlschrank könnt ihr auch haben, Jungs, und alles, was da drin ist, alles Schiebe. Danke, Sidney. Toni Kroos, open the door. Toni Kroos. Hey, Toni! Sleeping. Wenn man schläft. Ich sag bei ein kleines Mal. Very good. Very good. Yeah, my boys, my friends in Germany. That's Sydney. I'm gonna miss him so much. Very good. Toni Kroos. A cool dude, huh? Toni Kroos. Very good boy. Check him out. Take care, bro. All the best of luck, huh? Okay. Yeah. For you too. Good luck. How do you say good luck in Germany? Booms mich in den Arm. Germany booms? Mich in den Arm. Booms mit singing ants. Toni Kroos. These are all my things. All of these. Zayo, try to carry it. Oh, it's heavy, bro. 100 kilos. You need the vitamin D, yeah? Vitamin D. I can give you if you want. Vitamin C. Lena Rhodes. Lana Rose. You looked yesterday? Lana. You looked yesterday in the movie? Yes, yes, you looked. Das wird so ein enges Ding, so ein enges Höschen. Die Tasche, ne? Easy. Ja, du nice car, sehr nice hier. Leute, checkt auf jeden Fall ab. Straße runter ist dann so ein geiles Restaurant. Sind so kurz? Guck mal, ich hab Übergang. Du hast echt gute Beine, Mann. Gute Muskulatur, ja. Heidi Klum ist so stolz auf mich. Was quatschst du da, Mann? So. Auto ist almost full. Guck mal hinten. Hilfe. Hilfe. Jetzt muss ich noch meine Monitore drüben reinbekommen. Einfach da hinten. Hopp. Was geht ab, Jungs? Jungs, alles klar? Frag mal, wer der coolste in der Stadt ist. Ciao. Frag mal, wer der coolste in der Stadt ist. Wer ist hier der coolste in der Stadt? Du nicht! Batmobile is full, my G. Batmobile is full. Say his name. Esteban Julio Ricardo Montoya de la Rosa Ramirez. Ricardo Montoya de la Rosa Ramirez. Esteban. Esteban. Yes. Wir müssen Verabschiedung filmen. Marin. Ich will dich auf Mykonos sehen. Hoffentlich, vielleicht. Bleib stramm. Benutzt die Fensterbank. Da muss ich Tradition. Nee, Tradition muss weitergeben. My G, put yourself in. Put yourself in a vintage position. Tu t'appelles comment? I hope I learn him a lot of French word. Know what I mean? Of course. And see you. Bro, you come on. Nicolas! Bonne chance, bro. Wie sagt man in Deutsch, pass auf dich auf. Pass auf dich auf? Ja. Hast du schon in Deutsch gesagt? Achso, ja, okay. Ja, wir sehen uns eh in ein paar Tagen. Ja. There's a window, yeah, and there's always something, a place where you can put something. Yeah, okay, like yes. in my room. Yes, yeah. yes. And what? Yeah, every time. Every time. That's why I saw the bottle of. Yeah. That's why your people say yesterday, Oliver, why? No. Very good. So this guy puts himself like this in advantage position. It's very quick. Oh, you got a nice trim though. La fam. It's very nice. Nine.
Yeah, but very nice. Nein. Trim. Oh, come on, bruv, it's very nice. Ey, Jungs, fahrt mal hier ein bisschen langsamer, genau. Fahrt mal hier, ja. Dreht mal um und fahrt mal hier vorne rum, ne? Super. Okay. Gut gemacht. Danke. Guys, last photo. Gut. Mach's gut, Abis. Bleib stramm, bleib auf der richtigen Seite, Mann. Ja. Kommt nicht auf die falsche Bahn, ne, John? Close the door. Mir ist fast eine Träne geflossen, Kappa. Okay. Auto ist full. Perfekt, Adresse gelegt. Ich fahre nach Dresden zu Agi und Julius, um da Sachen wegzubringen von Willi. Und gleichzeitig führen die Jungs gerade 3:0. Es ist 15:39 Uhr. Die führen gerade 3:0 und sind somit sicher aufgestiegen. Und dann gibt es eine schöne Aufstiegsparty. So, der lässt sich das nicht nehmen. Kann man gleich verbinden mit den Jungs. Oh, ich fahre jetzt 6,5 Stunden laut Navi nach Dresden. Bin um 21 Uhr da, Primetime. Beim Fahren wird natürlich schwer zu filmen. Deswegen werde ich euch in den Pausen mitnehmen oder so, wenn ich an der Tankstelle bin. Einmal muss ich tanken, wenn nicht sogar zweimal. Bin jetzt erfahrener LKW-Fahrer mittlerweile. Und ja, also wir sehen uns nächstes Mal, wenn ich irgendwo Pause mache oder so. Ich habe was Cooles, und zwar kann ich mein Handy hier raufstellen, während ich fahre, damit ich nicht mein Handy in der Hand halten muss. Am meisten bei diesen Autofahrten freue ich mich auf Musik hören. Ich höre Nicki Minaj neues Album durch, mal gucken, ob da was Gutes dabei ist. Lil Skies neues Album durch, J. Cole's neues Album durch. Nach dem Album höre ich mir Montes Hörbuch weiter an. Also ich finde es gar nicht schlimm, so lange zu fahren. Mir wird nicht langweilig, weil ich die ganze Zeit singe wie so ein Behinderter. Ja, Leute, nice. Achso, ich bin in Tschechien jetzt mittlerweile. Guck mal, meine Scheibe, wie dreckig. Die ganzen Viecher. KFC, größter Dreck. Das ist pures Fett. Ich fühle mich so schlecht, wenn ich das essen würde. Früher ein paar Mal gegessen. Oh mein Gott, Wichser. Fickt euch. Schönen Grüße an Umut und Anel, die KFC lieben. Ich weiß nicht, woher das kommt. Moin, Leute. Hallo. Ist hier schon mal ein Toilet? Ja? Yeah? Okay, I'll look. Thank you. Sorry. Kein Problem. I'm gonna... Ich dränge nicht, keine Angst. Ah, nein. Ich wollte nur mal schauen, ne? Meine Blase drückt zur Hilfe. Ich gehe natürlich auf Toilette an alle Polizisten. Ich suche gerade eine Toilette. Was machen die denn da? Das macht man nicht. Das geht ja gar nicht. Hey. Ah. Ich habe jetzt schon 3 Stunden. Ne, 2. Ich bin irgendwo in Tschechien. 3:21 sind es noch bis Dresden. Ach stimmt, ich fahre nach Dresden. Ja, ich kriege die ganze Zeit schon schöne Videos von Julius. Gerade aufgestiegen, 4:0 gewonnen gerade. Glückwunsch an Dresden für den Aufstieg in die zweite Liga. Ja, wir sehen uns später. Also, ich bin jetzt an irgendeiner Tanke. Ich weiß nicht mal, wo man hier bezahlen soll. Da drin? Wer redet hier? Hä? Ja. Das bricht gleich auseinander. Das explodiert gleich. Ich habe jetzt 3-4 Stunden. Preise sind... Ja, 30 Check Crowns. Ich bin sehr viel am Telefonieren. Ich habe gerade 40 Minuten mit meinem Vater geredet, davor mit meiner Mama, bla bla bla. Austausch mit meinen Ängsten, sage ich mal, über meine Zukunft. Aber Näheres sage ich euch dazu, wenn ich beim Arzt war in Berlin. Ich bin anscheinend gerade über die Grenze gefahren. Es war keine Kontrolle, gar nichts, hä? Oder ich glaube, es kommt gleich irgendwas. So, schaut mal, wo ich bin. Eigentlich
nur um ein paar Sachen von Willi an Agi zu übergeben. Ich kenne viele aus der Mannschaft, deswegen mal schauen, was da so passiert. Ich nehme euch aber nicht mit rein. Ich weiß nicht, ob da gefilmt werden darf und so. Und da ist gerade eine Aufstiegsfeier. Aus privaten Gründen nehme ich euch da natürlich nicht mit. Ich rufe jetzt kurz Jule an oder Renzi oder Heinzi oder Hosi oder Christopher. Junge, ich kenne so viele von dort. Ja, wird auf jeden Fall lustig, die Jungs wiederzusehen. Ransford! Junge! Das ist dumm! Ey. Ach du Scheiße! Einfach Agi hat seine Bongo mitgebracht, Leute. Okay, war sehr lustig. Wir fahren jetzt zu Agi nach Hause. Ich sag lieber keine Einzelheiten. Junge, Junge, Junge. Vogelwild. Geht in die Lektüre! Lass mal Tüdie! Aber die Jungs sind hier! Kante! Ey, ich sehe aus wie eine Mumie. Ich bin gerade aufgewacht. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ja, guten Morgen. SpongeBob hat Plätze. Ich hab um 14 Uhr ein Meeting mit Edi und Wadi. Was ist? 12 Uhr oder so? Deswegen muss ich mich ein bisschen sputen. Ich krieg jetzt Agi noch was von Elevate und das Auto. Er hat auf mich aufgepasst, auf Ehre, weil ich bei ihm geschlafen habe und so. Also Dankeschön. Das ist ein Elevate Zip Buddy. Ich fahre jetzt weiter. Ich glaube, ich brauche jetzt so 1-2 Stunden bis nach Berlin und treffe mich dann direkt mit Eli und Wadi, um über den letzten Job zu reden, um über den nächsten Job zu reden. Ja, werden wir dann sehen, was passiert. Laut Navi, 13.55 Uhr in Berlin. Also komme ich perfekt pünktlich zu Eli und Co. zu gehen. Ich dachte eigentlich, ich kann noch mal nach Hause oder so, dass ich so um 13 Uhr ankomme oder so. Es wird zu laut. Ja, ciao! Stau. Meine scheiß Scheibe. So viele Tiere sind hier drauf gegangen. Das ist das erste, was ich wiedererkenne. Diese Vattenfalltürme. Das heißt, ich bin jetzt in Kreuzberg oder so, Schöneberg. Es ist jetzt 13.13 Uhr. Ich habe noch 3/4 Stunde, bis ich mich mit Wadi Heli treffe, bei Wadi zu Hause. Kriege ich meine Uhr und wir besprechen den nächsten Job und reden über unseren letzten Job. Ja, also da besprechen wir halt immer so Stückzahlen und sowas für den nächsten Job. Ja. Da muss ich hin. Das heißt, ich bin jetzt schon da. 13.17 Uhr. Ach, Berlin. That's my city. That's my city. Das Burberry. Das Rolly. Links MS, Valentino, Dior. Chanel. Coco. Chanel. Hier ist super. Bleibtreustraße, Dudu 31, bester Sushi-Laden. Da ist LFTY. Und ja, ich drehe jetzt und gehe essen. Genug Kudam. Superfoods. Organic Liquids. Hi. Da hat man halt so fertige Bohnen, sehr, sehr lecker. Ich nehme noch welche für Wadi und Eli mit, falls sie was wollen. Nämlich drei. Wir haben auch Acai, aber das schmeckt mir nicht so. Matcha Bowl, das ist das Wahre. Die steht man immer in zweiter Reihe, heute halt mich nicht voll. Jeder macht das. Hi. So, ich fahre jetzt zu Wadi. Ich wollte euch noch den Kudamm zeigen und wir sehen uns dann dort. Yeah. Es kam gerade ein Callout von Eli, dass hier Parkplätze sind. Wo ist Ben? Da ist Ben. Eli. Ja! wo sind Parkplätze? Da vorne, du. Da kommt ein super Callout von meinem Teammate. Ein Anzug, Mann. Cool. Das ist für den Vlog? Ja. Was ist das? Ey, cool! Ja? Cool. Parfümkritiker. Ich hab das rote. Du hast das Extrakt, glaube ich. Ja. Ach, man muss das so machen? Hallo? Jetzt seht ihr mal hier. Hochqualitativen Content. Ich habe jetzt noch so ein Aufstecken. Hä, wie cool, ich will auch so ein Ding haben. Komm, Trends nehmen wir aus hier. Cool. Hä, ich will auch so ein Ding. Das ist cool. Ja. Willst du in den Vlog rein? Ist er nicht hier? Ja. Hä, wo ist der? Hä, wo ist der? Ist der dumm? Also, ihr könnt gerne reinkommen. Ich ruf ihn an. Ja, chillig. So ein Dummkopf. Nein, das kommt nicht. Ich hab's so gemacht, dass ich die angezogen habe, aber ich war beim Anpassen. Die ist mir ein bisschen zu groß, sollte die perfekt sein. Zimmer? Weil die kriegt noch ein anderes Zifferblatt. Ich hab doch ein buntes, römisches. Hey, komm mal, deine. Das ist ja deine. Deine auch. Nee, das kommt für unsympathisch. Nein, das kommt unsympathisch, Mann. Boah, zeig es. Das kommt unsympathisch, lass es. Alter. Also fangen wir mit Ben. Ja, Ben, aber Ben ist cool. Also mit den Flaschen und so. Ching, chang, chong.
Ja! Mhm. Ich sitze vorne. Hi, Ben. Ich hab so kurze Beine. Ich wäre übrigens auch ein super Autofahrer. Nein, ich fahr's mein Auto. Warum? Junge, mein Kopf kommt an die Decke. Fahren. Das kann man doch nicht machen. Ich hab dir gesagt, dass es das echt viel schlimmer ist. Ich hab sowas noch nie gehört. So ein Fein. Süß, Hilfe. Hey, bleib mal ruhig. Was ist denn los? Hä? Was ist denn los? Oh, ey. Oh, geil. Guck mal. Ah, so ein Fein, ne? Guck mal. Soll ich noch ein Foto machen? Ja, klar, ich dachte gerade, du kennst die. Ein Dring hat einen Blog, willst du jemanden grüßen? Also, ich grüße Eden. Ich grüße meinen kleinen Bruder Yusuf. Schönen Grüße, Justin. Ciao. Ciao. Guck, fass mal an, das ist der neue Hoodie-Stoff. Was geht? Danke. Willst du jemanden grüßen? Ah, ich grüße meine Anne. Ich grüße dich. Ach, an deine Mutter. Wolltest du noch jemanden grüßen für den Blog? Ich grüße meine Familie. Habt ihr keine Freunde? Doch, ich dachte, meine Freunde noch andere, aber ja. Und jetzt einen klassischen Döner. Wir gehen jetzt zu Rühren. Sag was zum Döner, bitte. 10 von 10. Jeder, der was anderes sagt, ist ein Knecht. Nee, ich bin ja neutral, siehst. Bruder. Ja, er ist neutral. Film ihn. Er stimmt, ist warst du noch nie dort? Nee, ja, war ich noch nicht. Deswegen zum ersten Mal. Ich sage so, wie es ist. Mir wurde der vor 7 Jahren empfohlen. Eli hat ihn Paul Beckmann, Ehrenmann. Wir sind da. Was wollt ihr? Die willst du nicht essen? Döner, was sonst? Er hat sich einen Döner fast geholt. Weiß ich mit so. Was machst du, Buddy? Du holst den Döner? Oder ich hab eine Allergie auf. Nein, keine. Ich hab die Allergie auf Soßen und so eine Kack. Perfekt. Sing, sang, sang. Leck mal. Ich verliere immer. Weißt du, wie ich mich auf den Mann freue? Endlich mal wieder gutes Essen. Und? Und wie geht's? Das Fleisch ist richtig krass, sag ich ehrlich. Wie ist dein Pommes-Döner? Pommes-Döner. Setzen wir uns mal hier zur Eiche. Sag den, so muss ein Döner aussehen. Super. Was sagst du bis jetzt an deinen Pommes-Döner? Sehr lecker. Das ist das Wahre, Leute. Feedback vom Döner? Digga, ich bin da Gründer. Ja, ich gehe da seit 8 Jahren hin. Ich kann nicht mehr, ich weiß nicht warum. Leute, ich bin seit über einem Tag unterwegs. Es ist 17 Uhr, es ist 16 Uhr. Nein. Hä, wie spät ist es da? 5. Ganz weirder Flex. Ich kann gerade wirklich nicht die Uhr lesen. Wie spät ist das? Wie spät ist das? Kannst du die Uhr lesen? Es ist laut der Uhr ist es 13.25 Uhr. Was? 13.25 Uhr? Oder 11 Uhr? 12 Uhr. Es ist einfach 5 Uhr. Hä? Es ist halt wirklich schon. Hä? Ich sag doch, mir ist schwer zu lesen. Er checkt es gerade nicht. 13.25 Uhr. Also ich bin jetzt seit einem Tag unterwegs. Ich dachte eigentlich, ich filme, wie ich kurz Auto fahre und dann bin ich zu Hause und ich wollte Sunny's Reaction filmen. Und jetzt war ich in Dresden, sind wir hier, sind wir bei Lambo, sind wir hier. Nee. Er wird original nichts machen. Nichts. Sunny wird sich so freuen. Er wird original nicht reagieren. Sunny vermisst mich, wir haben uns 3 Monate nicht gesehen. Mann. Auf der kleinen Milchbar. Okay. Ja, okay. Hast du nichts mehr da? Ja. Gerade ein bisschen türkisch mit meinen Jungs geredet. Güle, güle. Abi, gesener. Gesener. Şabuk, şabuk. Hey. Was ist denn, Abi? Ben iyiyim, sen? İyiyim, iyiyim. Teşekkür ederim. Hadi, iyi günler. Ja. Ja, macht's gut, Mann. Ja, tschüss. Ich küsse doch dein Herz. Du bist so ein hässlicher Knecht, hat dir das schon mal jemand gesagt? Für das Video, er fragt mich vorhin, darf ich... Er fragt zu mir, darf ich auf dem Spielplatz spielen, Digga? Was ist das denn? So. Fadi verabschiedet sich. Oh, das wird knifflig. Das wird knifflig. Ja, Digga, was soll ich dir erzählen? Guckt euch was an. Was denn? Ja? Guckt euch an, ne? Nee, du? Bist du besser? Hä, fahr doch einfach vorbei! Ich komm nicht vorbei! Ich doch auch nicht! Doch? Nein! Ich hab so viel Zeit, glaubst du gar nicht. Guck mal, ich fahr jetzt, wenn irgendein Kratzer reinkommt, das ist so ein fettes Problem. Geht nicht, Klugscheißer. Fahr doch ein bisschen nach rechts. Geht nicht. Natürlich geht es! Oh, gut.
Geh mal lieber ran, deine Frau heute ist voll. Schwanzgesicht. Ich schwöre, ich hasse alles. Ich hasse es so krass, Digga. Er hat so viel Platz rechts gehabt. Ist er dumm? Digga, er hatte so viel Platz. Mir aussah. Er hatte so viel Platz, er guckt mich an, er sagt, geht nicht, natürlich geht es. Große Klappe! Ich wusste erstmal nicht, ob dieses Tanz zu fahren ironisch war oder ob ich wirklich fahren kann. Also ob das nett gefragt war. Ja, Digga, was will er? Er hat so viel gecheckt, Platz, Digga. Gar nichts gecheckt, auf einmal schreit ihr euch an. Ich komme jetzt nach Hause, Sunny wird sich freuen. Mein Tag ist endlich vorbei, meine lange Reise ist vorbei. Die lange Reise, Digga. Digga, ich bin seit 25 Stunden on Tour. Ich lasse den Müll hier hinten drin, ne? Fick dich, ich hab keine Hände frei. Nein, nimm es mit kurz. Ja, ciao. Das war's. Verpiss dich jetzt. Deswegen soll ich hier warten. Verpiss dich jetzt. Ich meinte, warte, das ist noch was Wichtiges, Nichts war dummkopf. Ich geh noch vorher mein Auto pushen, ja. Mein Auto putzen, Waschanlage, weil es einfach extrem dreckig ist. Damit ihr mal seht, wieso ich in die Waschanlage möchte. Guck mal, was hier vorne alles dran klebt. Viele Tiere hier dran sind. Guck mal. Was passiert hier? So cool. Warum filme ich überhaupt alles? Habe ich doch gerade einen Anruf bekommen, dass mich der Marilon gesehen hat. Marilon! Slave, sag ich Slave. Und JP. Ja, ich bin wieder in meiner Hut, Mann. Ich bin wieder da. Es geht ab Berlin, seid ihr gut drauf, Mann. Wir merken gerade, dass mein Auto immer noch dreckig ist. Ich will sowieso eine neue Farbe. Was soll ich nehmen? Mach Pink, Digga. Ich will Baby Blau machen, glaube ich. Das ist geil, aber passt eher zu Ferrari oder so. Hä? Was? Ich sehe gerade zuerst mal meine Felgen. Auch kaputt. Jetzt bin ich gespannt. Alles super. Ja, ein bisschen. Die ist auch gut. Das hier ist frech, ich höre. Bei mir sieht es auch bodenlos aus auf der rechten Seite, sag ich ehrlich. Das war Safe Willy oder so. Du hast auch randaliert. Ja, so, haben wir kurz gequatscht. Oh, mein Gott. Und weiter geht's. Was passiert mir denn alles bitte? Er wird original nichts machen. Sunny wird sich so freuen. Er wird original nicht reagieren. Sunny vermisst mich. Wir haben uns 3 Monate nicht gesehen. So. Ich freue mich so auf Sunny. Hey. Sunny wartet gar nicht. Sunny! Hey. Hast du mich vermisst? Man weiß nicht, wer ich bin, Mama. Er hat mich nicht vermisst. Sieht der so fett aus? Sunny. Er hat mich so vermisst. Der freut sich zu dir, der weiß gar nicht, was er machen soll. Er ist überfordert. Dann bist du mein Vorbild. So ein Arschloch. Jackie sieht so klein aus. Ja. Ich habe jetzt alle Sachen aus dem Auto geholt, die im Paket angekommen sind. Ne? Das ist übrigens mein Zimmer. Mein Kinderzimmer. Das ist mein Streaming-Bereich. Da stehen meine Monitore drauf. Wie soll ich hier drauf Fortnite Pro werden? Sag's mir bitte. Es geht nicht. So Leute, das war's mit dem Vlog. Ich dachte eigentlich, es wird ein kurzes Ding. Ich fahr kurz nach Hause. Ich wollte eigentlich nur Sunnys Reaction filmen. Sunny hat sich sehr gefreut über mich. Er wusste gar nicht, was er machen soll. Es freut mich natürlich, dass er sich so gefreut hat. Ja, ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich weiß jetzt nicht, wie lange das Video geht, weil ich habe sehr, sehr viel schon wieder gefilmt. Lasst gerne ein Like da. Lasst gerne ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Macht ein bisschen Lärm in den Kommentaren. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Wirf mit Sinnen an. Mitnehmen! Komm vorbei, wenn du mich brauchst, ich bin jetzt 18! Nein, ich weiß nur dich aus, ich bin dein Wingman! Check mit Kase eine Auto und was willst du drehen? Mit dem Regen kann ich yeah. Mit deinem Baum. Oh mein Gott! Yeah. Ich komm nicht vorbei! Ich doch auch nicht!